Bei der zweiten Phase geht es dann schon eher um die Wirksamkeit, also wirkt das Medikament. Und diese Wirksamkeit wird dann in Einzelexperimenten an dann auch schon von der Krankheit betroffenen Menschen angewendet. Das ist so die Phase, wo dann auch erste Hoffnung entsteht, weil Menschen keine Alternative in irgendeinem anderen Medikament haben, wo die Studie auch einen Vorteil bringen kann. Man macht sich Gedanken darüber, wie viel Medikament muss man geben. Also die Dosis ist dann wichtig. Und natürlich in Zusammenhang mit der Dosis, also der Wirkung, auch gleichzeitig zu schauen, tut sich was bei der Nebenwirkung? Also tauchen Dinge auf, die wir nicht haben wollen? Man beobachtet auch, wie wirkt das Medikament an dieser Stelle, wo wir es haben wollen, dass es wirkt.